halten Sie sich weiterhin dann hier im Bereich auf oder wie haben Sie das eventuell ist geplant? Noch nicht ganz geklärt. Ja. Das bedeutet im Endeffekt, wenn es nicht so sein sollte, dass Sie sich hier aufhalten, wie könnte es dann ablaufen? Ja, dass wir uns, das ist ja keine Gegenveranstaltung, was wir machen, sondern im Grunde würden wir es ja gerne unterstützen, auch für Tierschutz und Tierwohl. Ja. Also Sie sind Tierschützer, aber Sie haben schon da vorne das Plakat am Trecker. Das hat der Kollege, ja. Ohne die Bauern kein Essen. Ja. Ich bin jetzt genau in der Mitte hier, ne? Nicht, dass Sie meinen, ich bin auf irgendeiner Seite. Nein, alles gut. Das war alles gut. So, und dass Sie das wünschen, wenn so ein Trecker mit so einer Aufschrift dahin kommt, logisch. Der Versammlungsleiter, der hat die Oberaufsicht und der wünscht halt, dass sich das mit dabei sind. Okay, also wir stören das da nicht, aber wir werden halt gleich darüber dann auf das Gelände Tönnies gehen und dann. Okay, dann kündigen wir das dort schon mal an, dass die Bescheid wissen, dass es da gleich nicht zu irgendwelchen Verwicklungen kommt. Ja. Macht doch die Blumen alle platt! Genau, wie die Tierquäler alle Blumen platt machen! Was wollt ihr eigentlich hier, die Tierquäler? Tierquäler! Falsch rum! Tierquäler! Andersrum! Tierquäler! Burkhard! Andersrum! Tierquäler! Tiere so leiden, um in einen Stall einzufärben! Das ist Tierquälerei! Das ist Tierquälerei! Hast du heute schon gearbeitet? Ich arbeite gerade! Im Gegensatz zu dir! Im Gegensatz zu dir bin ich keine Tiere! Woher weißt du, dass ich Tiere quäle? Du bist Tier und quälst Tiere! Du bist Tier und quälst Tiere! Der hat zwar gesagt, wir wären nicht gewünscht, aber wir sind ja hier auf Tönnies Privatgelände. Die wollten uns eben schon wegjagen, aber Tönnies hat uns dies hier zur Verfügung gestellt. Wir sind für Tierschutz, klar. Wir sind ja als Fachleute jetzt hier heute. Wir machen dann einen ganz netten Ausflug. Die Anna gibt jetzt noch ein bisschen Biowasser zu trinken. Wir sind heute hier, um auch auf die Tierrechte aufmerksam zu machen, wie die angeblichen Tierschützer hier vorne auch. Hier wird in ganz populistischer Art und Weise wieder auf Missstände aufmerksam gemacht, die wir auch nicht wegreden wollen. Es gibt Krankheitsgeschehen in den Ställen, die gibt es sowohl als im Bio auch im konventionellen Bereich. Da wollen wir heute offen Dialog drüber führen. Das stellt aber eine Anzahl der Tiere dar, die im Promillebereich sich bewegt. Die ganz große Anzahl der Tiere und Mehrheit der Betriebe hat eine vernünftige, tolle Tierhaltung zu zeigen und dafür stehen wir heute wieder ein. Hier hat man ganz offensichtlich wieder nur Bilder rausgepickt, was im Krankenstall gefilmt worden oder aufgenommen worden ist. Jeder landwirtschaftliche Betrieb hat auch von Gesetzes wegen her einen sogenannten Krankenstall vorzuhalten und den Krankenhaus. Da werden ja auch Menschen in dem Sinne separiert. Wer krank ist, geht ins Krankenhaus. Und wenn Sie ins Krankenhaus gehen und filmen da, was filmen Sie? Nur kranke Menschen. Und nichts anderes machen diese Leute hier, die ich nicht als Tierschützer bezeichnen möchte, sondern als Bauernfeinde, weil sie brechen in unsere Ställe ein. Das ist illegal. Was würden Sie sagen, wenn ich in Ihr Haus einbreche und nur mal nach dem Rechten schauen möchte? Es wurden hier in der Vergangenheit täglich ungefähr 30.000 Schweine geschlachtet. Wir alle können dieses System nachhaltig und langfristig verändern, indem wir einfach keine Tierprodukte mehr kaufen. Denn wenn wir diese Tierquälerei nicht mehr in Auftrag geben, werden auch nicht mehr millionenfach Tiere auf der ganzen Welt in kleinen, engen Mastanlagen fernab der Öffentlichkeit gehalten. Das heißt, es kann nicht ein reiner Mastbetrieb sein, da müssen auch
schlechte Bilder sein. Ich finde schon gut, dass man was für Tierschutz und Umweltschutz dann auch tut. Ich bin auch immer dabei und sage auch immer, es ist wichtig, dass die Tiere gut gehalten werden, solange wie sie halt leben. Und das geht dem Landwirt ja auch so. Ich meine, auf der einen Seite ist das Tier natürlich auch sein Kapital, auf der anderen Seite will er ja auch, dass es ihm gut geht. Aber dem Landwirt ist ja auch daran gelegen, dass es den Tieren gut geht, weil nur ein Tier, was halt eben auch dem gut geht, das hat ja Leistung. Wenn es bei mir jetzt einen Hinweis geben würde, wisst ihr, wie ich mit euch umgehen würde, dann würde ich auch sagen, okay, jetzt sammle ich mich einmal, jeder zieht sich hier in Overall an und dann gehen wir zusammen in den Stall. So, und dann zeigen wir aber auch, das mache ich euch zur Bedingung. Ich habe auch einen Krankenstall, da sind auch 3-4 kranke Tiere drin, aber dann will ich aber auch, dass die anderen mal gezeigt werden. Denn das bringt uns gegeneinander. Genau der Punkt bringt uns gegeneinander. Ansonsten können wir ganz offen und auch konstruktiv miteinander umgehen. Aber wenn ihr weiter dieses Material benutzt, um Hetze auf uns zu machen, dann lernen wir uns ganz anders kennen. Das ist so. Es geht doch um die Sache. Es geht doch nicht, wer jetzt wann wo in den Stall reingeht, dass das illegal ist und auch in den bäuerlichen Familienbetrieb auch Leid bringt bei den Menschen, wenn einer in seine Eigentumsverhältnisse eindringt. Stellen Sie sich mal vor, wir gehen nachts mit 3-4 Leuten bei Ihnen in die Privatwohnung rein. Ja, selbstverständlich ist das privat. Das ist Eigentum. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man in einer Privatwohnung einsteigt oder in einen Stall. Ich denke, es ist ein Riesenunterschied, weil es ist ein wirtschaftlicher Betrieb, der hier herrscht und hier herrschen halt tiefwillerische Zustände. Und es gibt hier auch einen Grund, dass es so viele Gerichtsurteile gibt, dass das, ich verspitze das jetzt mal, legalisiert, zumindest ein Stück weit legalisiert. Ja, es ist also legal, auch wenn Sie das nicht gutheißen und das nicht nachvollziehen können, aber es ist legal, Tierquälerei, die nachweislich Tierquälerei ist, eben durch solche nächtlichen Aktivitäten aufzudecken. Und ich finde auch noch einen ganz wichtigen Punkt, den möchte ich gerne mal betonen, weil ja oft immer von Einbruch gesprochen wird und alles. Ich sehe es auch hier auf dem Schild. Das ist kein Einbruch. Und ich sage Ihnen ja auch direkt, ich weiß, Sie denken, das ist Einbruch, aber es ist kein Einbruch. Weil ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man etwas aufbricht und dadurch eben sich dadurch Zugriff verschafft oder eben durch Türen, die offen stehen, reingeht. Ich habe das jetzt gerade mal verstanden, wie ihr denkt. Ah ja, okay. Also, jetzt hältst du in deiner Privatwohnung Hund und Kätzchen. Und ich vermute, denen geht es schlecht. Jetzt kann ich in deine Privatwohnung nachts reingehen. Ich will ja nichts, ich gucke nur nach dem Rechten. Okay, dann habe ich mich. Vielleicht ziehe ich dir die Decke auch noch ein bisschen hoch. Nicht, dass du kalt liegst oder also, so. Und genau da sind wir auf dem gleichen Level, Menneke. Genau da. Also kommen wir jetzt mal nachts und gucken, ob du zugedeckt bist. Richtig? Also, du möchtest bei mir einbrechen? Nein, ich will nur nach dem Rechten. Nein, ich will nur nach dem Rechten gucken. Ja, aber ich habe ja gar keine Katze. Ja, weißt du, ob in meinem Stall Tiere drin sind? Ich komme gleich und sage doch alle Fragen, gebe ich eine Antwort. Mein Problem ist, ich muss hier arbeiten und das hier, da muss ich mich drum kümmern. Und ich komme gleich wieder und da gibt es auf alles eine Antwort. Ja super, da freuen wir uns drauf. Und hier herrschen halt tiefwillerische Zustände. Und es Landliebe. Ich aufpasse, dass wir hier nicht erwischt werden. Ich bin der Meinung, dass die Geflügelindustrie aktive Verbrauchertäuschung betreibt und deswegen sind wir heute auf dem Weg nach Niedersachsen und möchten in einen Hühnerstall einsteigen. Wir selber gehen nicht in einen Stall, uns ist das Bildmaterial zugespielt worden. Ja, es ist also legal, auch wenn Sie das nicht gutheißen und das nicht nachvollziehen können, aber es ist legal, Tierquälerei, die nachweislich Tierquälerei ist, eben durch solche nächtlichen Aktivitäten aufzudecken. Im Schutz der Dunkelheit schleichen wir uns jetzt eben in die Anlage. Die Leute, die diese Aufnahmen machen,
Und das sehen wir auf dem ungeschnittenen... Das sind Verbrecher, sind das. Darf ich kurz? Das sind Verbrecher. Also, wie gesagt, ich gehe nicht in Ihren Stall. Ich kenne Ihren Stall ja, gar nicht. Ja, aber eure Leute doch. Das ist doch nicht unsere Leute, das sind zugeschnitten. Ja, ich mache es denn selber nicht. Ich beauftrage denn auch... Oder ich beauftrage mal, keine Menschen. Ich frage mal irgendeinen anderen. Ich beauftrage auch keine Menschen. Ja, vielleicht... Wir sind alle Arbeiter in dieser Gesellschaft und zahlen genauso viel Steuern und bedauerlicherweise Steuern für Tierquäler in diesem Land. Und eigentlich haben Sie doch gar keine Argumente, denn das, was Sie gesehen haben, zeigt, dass hier Schweine leiden müssen. Und ich wüsste nicht, wie Sie das mit nur irgendeinem Argument relativieren und verargumentieren wollen. Was machen Sie beruflich? Also machen Sie da auch was mit Tieren? Also ich bin Pressesprecherin beim Deutschen Tierschutzbüro, bin studierte Soziologin und ich arbeite schon seit vielen Jahren für NGOs und jetzt explizit eben im Tierschutz- und Tierrechtsbereich. Haben Sie vielleicht mal Lust, bei uns auf dem Hof vorbeizuschauen? Ich bin gegen Ermordung jedes Lebewesens. Was soll ich mir da ansehen? Ja, Sie unterstützen ja dieses Video, oder? Und da wird ja gezeigt, wie die Schweine gehalten werden, richtig? Ich bin gegen jeglicher. Ja, das beantwortet nicht mal. Also was ist Ihr Ziel? Und so wie ich es eigentlich normal wahrscheinlich mit uns liegt. Diese aber dadurch, dass Schweine in so einer Familie den Ringelschwänz an die Pech haben, wenn ich so rein. Das versetzt sich doch einmal in die Situation. Es ist ein purer Zufall, dass du als Mensch geboren bist. Du hättest auch als Tier geboren werden können. Versuch es doch einfach mal. Versuch dich doch nicht. Ich soll mich jetzt in ein Schwein hineinversetzen. Ja, genau. Ich bin ein Schwein. Hallo. Na? Geht's euch? Ich bin ein Schwein. Also stellen Sie sich jetzt auf die gleiche Stufe wie ein Schwein. Ja, natürlich. Warum nicht? Und nochmal was dazu. Wir vermenschlichen Tiere nicht. Wir vermenschlichen Tiere nicht. Ja, natürlich. Warum nicht? Wenn ich mein Förderprogramm gebe, um auszusteigen, würden Sie das denn machen? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil ich eine andere Ethik wahrscheinlich als ich habe oder eine andere Einschätzung von Moral. Okay, das kann man machen. Man muss sich nur mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Ich beschäftige mich damit jeden Tag. Ich kann Ihre Meinung akzeptieren. Da habe ich gar kein Problem mit. Nur Sie können meine nicht akzeptieren. Also ich könnte Ihre Meinung akzeptieren, wenn es nicht um Lebewesen geht. Wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen meine Tiere gehalten habe, mich darum gekümmert habe, ich habe in meiner Truhe nur Fleisch liegen, was ich selber. Wenn ich nach bestem Gewissen und Gewissen die Tiere gehalten habe, mich da fast 2 Jahre drum gekümmert habe. Wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn ich die Tiere so gehalten habe, ich esse es mit Vergnügen, ich bin stolz drauf, ich beschenke meine Freunde, Bekannte mit meinen Steaks, mit meinem Hack und so weiter und so fort. Ich bin stolz drauf, was ich da produziert habe, weil ich es gut produziert habe.